Schon als dreijähriger Knirps stand er auf dem Eis und ließ sich von seinem Vater das Eishockeyspielen beibringen. Inzwischen gehört er zum Stammkader der Schwenninger Wild Wings. Der 20-jährige Dominik Quinlan. Er stammt aus einer großen Eishockeyfamilie. Der Vater ist Kanadier und war selbst Eishockeyprofi. Bruder Philipp wurde vom Zweitligist München mit einer Förderlizenz ausgestattet. Für den Mittelstürmer zählt natürlich in erster Linie der Erfolg der Mannschaft. Auf alle Fälle wollen wir erstmal das Heimrecht erreichen in den Playoffs, das ist klar, also unter die ersten vier kommen. Und dann so weit wie es geht in die Playoffs, ja, am besten ins Finale und dann ist alles möglich. Eine zentrale Rolle spielen für ihn auch die Fans und die Stimmung im Stadion. Das hat der Center mit der Rückennummer 71 von seinen bisherigen Stationen mitgenommen. Ganz wichtig war für mich die Nachwuchsarbeit. In Rosenheim habe ich gespielt, DNL und Tom Schädler war mein damaliger Trainer. Da sind wir dann ins Finale gekommen gegen Mannheim. Das war so mein Höhepunkt im Nachwuchs und dann natürlich meine 2 Jahre jetzt in Landshut. Waren eigentlich sehr erfolgreich und ja, das waren meine Stationen bis jetzt. Dominik ist ein fester Bestandteil der Schwenninger Mannschaft und schon ganz am Anfang der Saison ist Wild Wings Manager Stefan Wagner seine enorme Spielintelligenz aufgefallen. Und diese wird er für seine Mannschaft weiterhin einsetzen und zusammen mit seinen Spielerkollegen auf Punktejagd gehen.